Ja, hallo liebe Löwerfreunde, willkommen auf meinem Kanal Frankens Modellwerke. Ja, weiter geht's mit meiner Burg Blaustein, genau genommen mit dem dritten Video von der Vorburgerweiterung. Ihr seht, das Ding ist schon jetzt riesengroß und könnte man glauben, ist auch sehr schwer schon geworden. In diesem Video wird es vom Bauschritt, muss ich gerade ablesen, 586 bis 889 gehen, bis zum Ende. Ich würde es jetzt hier fertig bauen. Was ich jetzt hier weggelassen habe, ist jetzt vom Bergfried das Dach und hinten die Verkleidung. Aber das würde ich ja zum Schluss, wenn alles fertig ist, würde ich das alles natürlich wieder zusammenbauen. Genau, das waren jetzt die Bauschritte und gezeigt wird ungefähr, nicht ungefähr, es wird gezeigt, hier kommt noch ein Wohnhaus drauf oder eine Wohnetage drauf mit dem Dach. Dann kommt hier noch der eigentliche Burgeingang, die Torburg quasi mit dem Fallgatter. Noch ein Stück Zaun, die Außenmauer, genau, in Steinen. Und ja, noch sehr viel Grünzeug mit Deko, genau, richtig. Genau, in dem Video. Ich würde jetzt verbauen, das sind die Tüten 7 bis 9. Das sind die restlichen Tüten. Von den 7 Tüten sind das jetzt 6 Stück. Die möchte ich gleich hier vorbereiten. Als nächstes bekommt ihr dann zu sehen noch so einen kleinen Filmausschnitt. Ich habe ja im letzten Video das zum Schluss nochmal die Burg hier abgefilmt. Das würde ich euch jetzt nochmal kurz einspielen und dann wird es auch wieder mit meinem Bau dann, wie ihr bis jetzt eigentlich so kennt, dann weitergehen. Ihr könnt mir natürlich gerne auch wieder einen Daumen da lassen. Wer es noch nicht gemacht hat, gerne auch abonnieren. Da freue ich mich sehr drüber. Und dann würde ich sagen, es geht los mit dem kleinen Ausschnitt von der Burg, das Abfilmen und dann mit dem Bau. Ich habe mir die Tüten jetzt so lange alle ausgeschüttet und war jetzt keine 6 Tüten von den Tüten 7, sondern 8. Und ja, dann habe ich da irgendwie verzählt, weil das kleine Tüten waren, die hingen ja ein bisschen zusammen. Und noch von den ganzen, ganz am Anfang von der Vorburg, quasi im ersten Video, die Bauteile, die ich dann abgenommen habe, die Noppensteine, habe ich bis jetzt noch keine gebraucht. Ich bin mal gespannt, wie ich die noch irgendwie ja, verbauen werde. Und ich fange dann jetzt an hier mit Bauschritt 586. Und das wird ja quasi für die erste Etage, glaube ich, dann für über die Schmiede quasi sein. So, dann setzen wir die Teile hier zusammen. Dann zeige ich die dann und dann baue ich für mich wieder abschnittsweise weiter. So sieht das hier aus. So, das war das erste Teil, was ich jetzt so zusammengeklemmt habe, 586. Was wir vielleicht schon, weil ich sagen möchte, was mir gerade so in den Tüten ist aufgefallen, ich habe hier die Orange, bräunlich-orange, ich sage jetzt mal Orange dazu, ich kenne die Farbbezeichnung nicht dazu. Und da sind die ganz anderen, sind heller. Das sind die einzigen zwei, die mir jetzt gerade so beim Haufen hier aufgefallen sind. Warum das so ist, weiß nicht. Wie das so sein soll, ich bin da mal gespannt. So sieht das jetzt im Moment aus, das Bauteil. Und ihr seht, der eine Stein hat eine dunklere Farbe, aber das ist ja Brick Modified 2x1 und ja, der ist auf der Zeichnung, auf der PDF-Datei ist er genauso eingezeichnet, der hat ja auch eine andere Farbe. Anscheinend hat das so seine Richtigkeit
Und ich war am Anfang da einfach nur irritiert, wieso, weshalb, warum. Aber ist alles okay, dann kann ich jetzt ruhig auch weiterbauen. So, schon ist das erste Element ist soweit fertig. Ich vermute, bis jetzt, das wird sich ja noch herausstellen, ich möchte nicht, ne, habe ich ja schon mal gesagt, nicht immer nur nach vorne gucken, was da jetzt genau entsteht, das eine Truhe ist oder eine Bank, aber das wird sich ja noch herausstellen. Jetzt habe ich hier so ein Seitenelement, das sieht immer so aus. Und jetzt kommen hier lauter verschiedene schwarze Fliesen drauf. Und das wird dann quasi, deswegen zeige ich euch das jetzt beim Bauen, das Fachwerk imitieren quasi, sage ich jetzt mal so, genau. Das sieht dann später aus wie Fachwerk. Und da finde ich schon klasse, was man hier so baut, wie man sich das so ausgedacht hat. Ich finde das schon sehr klasse. Ist hervorragend, vor allem deswegen. Das macht auch dann heiden Spaß. Ich muss jetzt gerade gucken, die Kleinen hier, wie die am besten draufkommen. Weil das dauert nicht mehr so lange, ich bin jetzt direkt so weit durch. Aber ich glaube, man kann jetzt schon mal ein bisschen was erahnen und erkennen. Und so sieht das dann quasi aus. Wie rum das jetzt ist, könnte so sein. So ein Seitenteil vermute ich jetzt mal. Aber wie das jetzt genau gleich zusammenkommt, das wollen wir ja gleich sehen. Ja, ich habe jetzt das nächste Element, das nächste Teil gebaut. Das ist dann hier mit Plate Modified hier so verbunden. Das ist noch so ein bisschen beweglich. Aber das, glaube ich, spielt dann hier beim Bau keine Rolle. Das sieht dann so aus. Und da drauf kommen quasi hier weiter die Fliesen, die kommt dann mit die eine so drauf, damit das auch wieder stabiler wird. Genau. Und so sieht das jetzt dann nochmal aus. Und ich habe ein bisschen weiter gebaut. So sieht das jetzt aus, so Seitenverkleidung wieder. Hier ist auch wieder so eine Fettpfanne oder so eine Kerze dann dahin gekommen. So sieht das dann aus. Und was mich jetzt gerade erst erschließt, das ist eine Türe. Ich bin manchmal so deppert, deswegen beim Bauen, da denke ich auch nicht schon mal nach. Aber das ist hier der Seiteneingang und deswegen, ich vermute jetzt, da kann ich natürlich auch wieder fallen, entweder kommt es jetzt hier hin oder drüben hin. Aber das werden wir dann später mal sehen. Und jetzt würden die zwei Teile hier dann so verbunden hier. Und dann, aber manchmal glaube ich, wenn man baut, dann sieht man nicht, was man gerade da hier in den Fingern hat. Aber so sieht das jetzt schon mal aus dann. Und das ist jetzt quasi Bauschritt 623. Es geht weiter voran. Und jetzt habe ich hier gerade so eine Reihe mit Plates. Und hier sind dann die Umkehrringe oder Bügelperlen, wie man es auch nennen möchte. Und hier sind die einer Umkehrsteine quasi drin. Die sehen so aus. Die haben auf beide Seiten eine Noppe. Ja, ist es eine graue, ist ja egal. Aber ich glaube, man kann so weiter, wenn ich drehe, man kann es ja erkennen. Und das ist so Bauweise, es ist verrückt, aber was dabei rauskommt, ist schon sagenhaft. Ich bin dann beim nächsten Element, quasi das ist dann so wieder der Boden, der kommt dann irgendwann hier so zusammen. Und jetzt, wo ich kurz zeige, was ich jetzt hier schon auf dem Bildschirm dann quasi sehe, kommt jetzt hier das nächste Element dann hier quasi da drauf mit den Plates. So, das sieht dann erstmal so aus. Und dann, Moment, dann brauche ich noch, habe ich gerade was übersehen. Dann brauche ich noch so einen Lampenstein. So. Nein, eine mit seitlicher Mappe. Genau. Der kommt dann erstmal hier hin. So. Da kommen hier die einmal abgerundeten hin. Drei Stück. Und ich zeige das jetzt nicht direkt im Bild. Aber jeder, der schon ein bisschen weiß, was es werden kann, da habe ich hier die Bogensteine. Das ist sagenhaft, was man alles so bauen kann. Und zack, hat man ein Bett. Das ist ja sowas von begeistert, macht so einen Spaß. Man sieht erst nicht so, was man baut, und auf einmal kommt dann sowas raus. Ich finde das einfach nur klasse. Jetzt hat das Bett noch so einen halben Vorhang gekriegt.
Das sieht sagenhaft aus. Ich bin da sowas von begeistert von. Super klasse. Ich bin jetzt hier beim nächsten Element drauf. Hier sind auch wieder dann die Umkehrringe, Bügelperlen reingekommen. Und dann wird die Richtung quasi wieder geändert. Die gehen manchmal ein bisschen strammer drauf. Das ist ein inner Hin und Her, aber mit einem hervorragenden Ergebnis. Und so sieht das mit aus. Ich habe jetzt ein Stück weitergebaut. Da ist jetzt an dem Bett ist jetzt das Element rangekommen, was ich eben gebaut habe mit den Umkehrringen. Das ist quasi die eine Außenwand. Und jetzt habe ich auch in der Zwischenzeit schon den anderen Giebel mit einem Seitenteil gebaut. Und das wird jetzt hier beim Bauschritt 200, ach Quatsch, 685 wird das dann jetzt hier zusammengesetzt. Jetzt muss ich gerade gucken, wie rum. Habe ich jetzt gemacht. So, ja, jetzt halt richtig. Ich habe es gerade so oft gedreht und habe mir ja, zu oft gedreht. Okay, so ist zusammen. Okay, das ist jetzt die andere Hälfte quasi von dem Haus. Und jetzt wollte ich das direkt dann auch jetzt zeigen. Ich habe mir direkt 686 die Teile hier zurechtgelegt. Ich wollte das quasi jetzt kurz bauen. Das sind jetzt kurze Bauschritte. Und zwar wollte ich euch jetzt quasi zeigen, wie das Haus dann zusammengefügt wird. Und na, genau, so. Und dann quasi auf der Schmiede platziert wird. So, da kommen dann wieder hier 687 die Seitenteile drauf. Das habe ich gemacht da. Seitenteile, das Fachwerk. Was gehe ich euch hier für einen Quatsch? Es geht auch jetzt relativ zügig. Wenn ich mich nicht zu deppert anstelle. Ich habe mir extra die Teile jetzt für die ganzen Bauschritte zurechtgelegt, damit ich nicht lange suchen muss. Aber das ist ein wunderschönes Modell. Vor allem jetzt hier auch, wenn man hier so ein bisschen Fachwerk genau nachbaut. Ist schon sagenhaft. Sieht das Fach jetzt dann aus? Ja, ich zeige das mal komplett. Türe. Wunderbar. Ups. So. Das nächste kommt hier oben auch noch irgendwas ein, aber so eine, glaube ich, es ist nochmal eine Halterung für den Vorhang. Da kommt an der Seite auch einer dran. Und wieder mit einer Stange, mit einer L, was war das? L4er Schlange. Kommt jetzt noch so eine Spitze drauf. Auch mal so quasi so für das Dach so ein, ja, so ein Ball. Und dann baue ich jetzt nochmal den Vorhang. Muss gerade gucken, wie rum. So. So, erster Schritt. Und jetzt kommen noch das Eckteil mit den angerundeten Fliesen. Und der Vorhang kommt dann dran. Das war das. Das sieht aus. Und dann genau wird das Haus jetzt zusammengefügt. Ich hoffe, ich habe auch alles richtig gemacht. Aber es sieht gut aus. Muss natürlich jetzt alles gut zusammendrücken.
aber es geht wunderbar. Ich drücke die aber auch mal ein bisschen fester nach, wie das auch wirklich dann. Ups, das habe ich schon abgelassen. Ah, die Tür. Okay, was ist denn? Tür ist wieder dran. So, und was kommt jetzt noch? Da war jetzt noch ein Schritt. Jetzt muss ich das Ding rumdrehen. Kommen nochmal vier Plates. Die Fliesen nochmal. Na, lang sitzt, nicht so ekelig. Ruhig. Jetzt wollte ich mal kurz schnell und zügig zeigen und schon fluppt es nicht mehr ganz so. So, okay. Jetzt zeige ich mal den Wohnbereich oder ja, von einem Dorfbewohner, von einem Schmied wahrscheinlich. So sieht das dann aus. Kleiner Wohnbereich, Bett und so weiter. Zwei Türen. Jetzt hängt ein bisschen in der Luft. Jetzt ein bisschen ausgehakt, jetzt ist mal eine Drückerei. Na. Okay, ich habe es wieder eingehangen. So sieht es jetzt aus. Da muss man ein bisschen, wenn man drückt, ein bisschen aufpassen. So. Und ich glaube jetzt 695, genau, kommt das gute Stück. Über die Schmiede. Ja, kann man sehen. Und das müsste dann schon so funktionieren, wenn ich alles richtig gemacht habe. Wenn. Was sollte schon da falsch gemacht haben? Na, sind wir jetzt ein bisschen. Ups, zusammendrücken. Müssen wir mal aus. Ah, jetzt ist er. Okay. Ist ein bisschen hakelig, aber jetzt ist das gute Stück drauf. Jetzt hebe ich aber ab. Ja, geht ein bisschen stramm. Aber so, ja, okay. Muss ja ein, zwei Mal üben, wie man es ein bisschen drauf schiebt. Und dann flog das. So, wunderbar, hat geklappt. Sehr schön. Bin jetzt so bei Bauschritt 698. Bin jetzt die erste Hälfte von dem Dach am Bauen. Sieht das aus? Verschiedene Noppensteinplatten und ja, Fliesen sind jetzt da drauf gekommen. Und das baue ich jetzt dann ja, immer ein bisschen weiter. Die erste Hälfte vom Dach sieht dann so aus. Das ist oben drauf natürlich, unten drunter. Jetzt sind noch ein paar Scharniere dran gekommen, insgesamt 8 Stück. Das ist die zweite Hälfte, sieht natürlich sehr ähnlich aus. Und hier sind auch die anderen Scharniere drauf, die anderen Gegenstücke. Ist jetzt ein bisschen leicht gebogen. Aber die würden jetzt im Bauschritt 709 würden die jetzt hier an den Scharnieren natürlich verbunden. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das unfallfrei hinkriege. Es sind ja 8 Stück. Aber es hat wunderbar geklappt, so sieht das Dach dann so jetzt schon mal aus. Und jetzt kommen hier so von den Fliesen, von den viertelrunden Fliesen, sage ich mal. Die kommen jetzt hier an der Seite dran. Ja, jetzt sind oben von den gebogenen Fliesen auch noch welche drauf gekommen für den kleinen. So sieht das Dach jetzt fertig aus. Und unten drunter nochmal. Jetzt muss ich meine Bock noch mal ein bisschen drehen. Jetzt, wie ich das drauf setze. Ich habe das jetzt noch nicht mal getestet. Ich hoffe, das geht jetzt besser. Oh ja, ganz einfach, ganz locker, wunderbar. Und sieht super aus. Sehr schön. Das war jetzt quasi Tüte 7 bis Bauschritt 712. Genau. Ich habe zwei Teile von den Tüten 7 habe ich jetzt übergehabt. Und ja, mach dann weiter jetzt hier mit Tüte 8 ab 713 Bauschritt. Ich habe jetzt die ganzen Tüten 8 habe ich jetzt da ausgepackt. Das waren genau 6 Stück.
Und jetzt geht der Bau dann quasi jetzt weiter hier mit der, ja, mit der Burgmauer quasi. Und wie das jetzt in Einzelheiten dann aussieht, das würde ich jetzt im Laufe des Baus sehen. Und jetzt der erste Stein kommt quasi dann jetzt hier hin. Das waren zusammengesteckt dann 3 Stück. Ich bin jetzt bei Bauschritt 718. So sieht das aus. Ich habe so ein kleines Element. Das ist ein Teil von der Burgmauer. Wo im Detail das jetzt hinkommt, weiß ich schon nicht. Hier ist ein kleines ja, so ein Lanier, so ein Eckteil. Und jetzt kommen da weiter die Noppensteine drauf. Vor allem, was mich jetzt gerade ein bisschen freut, was mir auch gut liegt. Hier sind jetzt wieder eine normale Noppensteingröße dabei. Und dann fluppt das ein bisschen besser. Ist nicht ganz so kleinteilig, aber trotzdem wunderbar. So sieht das jetzt aus. War 719. Das erste Element habe ich jetzt fertig gebaut. Ich bin jetzt bei Bauschritt 725. Sieht das dann aus? Sehr viele Teile und das kommt genau jetzt hier auch hier hin. So, das kommt dann drauf. So. Und das ist ja quasi Beginn, Teilstück von der Turbo quasi. Als nächster Schritt bei 726 habe ich jetzt hier ein paar Noppensteine dran gesetzt. Der Beginn von der Mauer, quasi von der Außenmauer hier. So sieht das dann aus. Hier sind Pflanzen wieder dazu gekommen, ein bisschen Grünzeug, auch hier die grünen Noppensteine, die angeschrägten, so die Ecksteine hier. So, jetzt geht dann hier der nächste drauf. Und dann jetzt die ganze Reihe von den glatten Fliesen dann. Bin jetzt bei Bauschritt 729 und der so in den Eckbereich hier an den Teilen könnt ihr leider jetzt so nicht sehen, ist von abgewandter Seite. Die Umkehrringe oder Bügelperlen und dann die einer Umkehrsteine dran setzen. Und die Steine waren bis jetzt oder sind eigentlich in der Sondertüte drin, wo die keine Nummer hat, ganz vom Anfang, wo die auch schon aufmacht. Die hat man quasi mit der Tüte 1 aufgemacht. Und da war aber nur noch ein Stein von denen drin. Und aber ich habe jetzt auch einen gefunden, von der übrig geblieben ist von der Grundburg. Also habe ich Glück gehabt, also fehlt mir kein Stein. Die Umkehrringe kommen auch jetzt hier oben dran und die nächsten Steine auch in dem Bereich dann. Ich zeige euch kurz jetzt hier die Ecke. Dazu drehe ich mal kurz die Burg nochmal hin und her, so wie man es jetzt sehen kann. Hier sind dann die Umkehrringe dran gekommen und hier die Umkehrsteine und dann sind die kleinen Einmal Dachfliesen so. Wie sehen die aus? Da habe ich es gerade gerne mal über. Ich mache gerade noch mal einen ab. Genau, die Eimer. So, die Dach. Ja, da ist so Umkehrring noch dran. Da kann man es gut erkennen. Und dann kommt das jetzt hier an der Seite so ran. Natürlich ist das jetzt. Frank, was hast du da gemacht? Das war jetzt nicht so clever. Na. Ich habe es geschafft. So, dann hat es noch geklappt. So. Und als nächstes Schritt habe ich wieder ein kleines Mauerwerkselement gebaut. So sieht es jetzt aus. Hat wieder ein Gelenk dran mit verschiedenen Noppensteinen. Und das kommt jetzt hier in dem Bereich jetzt hier dran. Wird dann so drauf gesteckt und ein 2x4 normaler Noppenstein Standard. Der kommt dann oben drauf. Okay, das war jetzt Bauschritt 746. Bin jetzt bei 764 bzw. 65. Ich habe jetzt so ein X-Element gebaut, hier war das Grünzeug. Hier sind auch dann Eckelemente noch dran gekommen. Hier, der ist auch im Moment beweglich, wenn man den schräg stellen kann. Hier ist auch noch einer. Damit man das von oben mal sehen kann, habe ich das gerade mal weggelassen. Jetzt kommt hier noch noch eine Platte drauf. Eine Noppenplatte, 2x6. So, dann sieht das fertige Element jetzt einmal so aus, auch von der Innenseite mit dem Grünzeug. Und jetzt kommt das hier in dem Bereich hier hin. So, ich hoffe, ich kriege das jetzt so einmaßen da rein. Ja, hat geklappt. Das hat sich also schön eingefügt. Wunderbar. Okay, das war jetzt 765. Bin bei Bauschritt 772. Habe noch wieder so ein kleines Teil gebaut. Ein Eckelement wieder dran. Und das kommt jetzt hier vorne hin. Also ich kann mal gucken, wie. Genau hier auf die eine Noppe drauf. Und dann, also, genau, rutschen Sie das fest. Und dann
kommen dann hier, ich kann mal gucken, so, wie ich das genau richtig mache. Noppensteine drauf. Kleine. Ich bin jetzt bei Bauschritt 777. Hier sind wir dann mal Technikteile wieder drauf gekommen und noch verschiedene Noppensteine. Und jetzt kommt die Bautechnik wieder quasi vom Bergfried. Nur dass jetzt einmal zwei Steine und Platten das sind und das wesentlich stabiler ist. Und das kommt dann quasi wieder auf die Technikteile drauf. Bin ja schon froh mit das Doppelt ist nicht wieder beim Bergfried, das war dann nicht so schön. Dann haben einmal zwei wieder ein Eckelement. Jetzt muss ich mal gucken, so kommt das dann drauf, für die Ecke hier zu bauen. Dann kommt der Würfel dahin, der hier hin und zwischendurch nochmal einmal zwei so ein Mauerwerkstein. Jetzt bin ich schon so ein bisschen schwierigen Punkt oder kniffligen Punkt angekommen. Hier habe ich so ein paar Technikteile drauf gesetzt und jetzt ist hier der Schlauch drauf gekommen für die Turbock, nicht Turbock, aber die Mauerwerkssteine, die die Rundung imitieren. Ich stecke den jetzt nicht drauf wie in der Anleitung und ich habe quasi die Plate Modified jetzt hier auch die verschiedenen Steine drauf gesetzt und habe mir diese Eiermasse mal so hingelegt und versuche die jetzt so drauf zu stecken, wie mir ja hier so quasi angezeigt wird. Das ist nämlich nicht ganz so einfach, die verdrehen sich nämlich. Aber irgendwie würde ich es jetzt, glaube ich, schon hinkriegen. Genau. Ich bin mal gespannt, wenn alle drauf sind. Vor allem auch hier mit dem Anzeigen, das würde ich mit der Anzeigen, Quatsch. Aber mit der Darstellung. Ist ein bisschen nicht schön gemacht oder schlecht gemacht, muss ich doch mal sagen, schlecht, weil man hat Bauschritt, was ist das jetzt? Bauschritt 87 und 81, sieht man quasi die Steine und den Schlauch, wie das jetzt dargestellt ist. So, man kann das so, jetzt mit der Lampe, aber so kann man es sehen. Liegen die quasi hinterm Schlauch. Und dann bei 782 dreht man auf einmal das und dann hat man das auf einmal seitenverkehrt und alles hier vertauscht. Da kann man sich schon doch, glaube ich, ganz schön vertun. Aber ich versuche das jetzt mal so hinzukriegen. So, wieder hinstellen. Jetzt drehe ich mir den Schlauch jetzt auch so hin. Quasi mit den ja, Plate Modified und steckt mir dann quasi die nächsten dann so drauf, wie ich sie brauche. Oder wie es auch sein soll. Mit der Hoffnung, mit dass dann alles so funktioniert. Ganz schnell jetzt mal ein bisschen. Ich tue das jetzt mal extra nicht schneiden. Ich habe es noch nicht probiert vorher. Und das habe ich auch im Internet bei verschiedenen Foren, Facebook auch vorher schon gelesen, dass es nicht so einfach war, auch mit dem Halten. Drauf habe ich sie jetzt. Und jetzt muss ich das, ja, jetzt fallen die alle runter. Aber ich gucke jetzt, warum ich das jetzt irgendwie so. Hauptsächlich habe ich die jetzt in der richtigen Reihenfolge. Ich versuche es jetzt mal so. Das ist nicht schön. Das ist nicht nett, weil die ja auch dann so rutschen. Ich versuche es jetzt mal. Es sind viele hingegangen. Die haben die schließlich festgeklebt. Aber das ist ja Noppensteine. Und jetzt will ich mal gucken, wie ich das auch so hinkriege. Und so schnell gebe ich da nicht auf. So, einmal fest, zweimal fest. So, jetzt muss ich das nur ein bisschen nochmal sortieren. Ihr seht, was ich jetzt da am
Fummeln bin. Der ist jetzt rausgeflogen, der eine. Also das ist jetzt nicht gerade eine schöne Bauweise. Da weiß ich nicht, was das soll. Das ist komisch. Man sollte sich ja wenigstens so konstruieren, damit das auch funktioniert. Und nicht, dass man aus Verzweiflung aus dem Fenster springt. Aber das werde ich jetzt nicht tun. Aber ich würde jetzt, ihr seht, weil ich jetzt am Polen bin, und würde das jetzt mal der Rest auch ohne Kamera machen, ohne dass ich mich jetzt aufrege, und zeige euch schon gleich das Ergebnis dann. Uiuiuiui, das ist so eine Sache da. Die hängen jetzt einigermaßen all dran, also ein bisschen windschief, krumm und schief. Das Prinzip funktioniert schon, wenn die Plate Modified besser auf dem Schlauch halten würden. Die rutschen hin und her, die sind nicht gerade besonders fest. Wenn man die mal so antippt oder so, der ist fest, aber jede andere Idee ist sehr locker. Und die halten quasi nur durch den Bogen quasi in sich. Ich lasse das jetzt gerade mal so. Ich klebe im Moment noch nichts. Ich habe mir das gerade mal so überlegt. Im Moment, das sehe ich eigentlich auch nicht. Also direkt, pop. Jetzt kommen die nächsten Noppensteine auch hier drauf. Und ich hoffe, wenn die Bögen jetzt so irgendwie drauf sind, dass die alle gegeneinander besser ausrichten kann und mit das dann hält. Ja, was soll ich sagen? Das ist hier die Turbog. Das habe ich jetzt eigentlich die Steine jetzt hier drauf gesetzt. Die Brick Modified mit den Steinschnauern, das hängt alles noch auf Farb 8 darunter. Und jetzt bin ich ein bisschen irritiert oder finde ich ein bisschen komisch, sagen wir so. Ich bin jetzt bei Bauschritt 787. So. Ich hätte ja gerne jetzt das fertig gebaut, damit das stabil wird, damit ich das Ergebnis fertig kriege. Das ist natürlich, ich bin also jetzt gerade zutiefst unzufrieden. Nein, jetzt kommen die nächsten 10 Bauschritte, baue ich hier an der Mauer weiter, bevor ich das Ganze hier verbinde, damit das alles stabiler wird, mit der Bogen da schön wird. Ja, ich glaube, da muss ich jetzt durch. So, ich habe jetzt das eine Element jetzt da gebaut. Tief durchatmen und das kommt jetzt hier drauf. Genau, so. Da. Ich habe verschiedene Noppensteine dann noch weiter drauf gesetzt hier vorne, auch hier. Auch schon hier mit der 8x2 Platte. Es ist schon stabiler geworden, es wackelt auch noch ein bisschen. Und jedes Mal, wenn ich einen Stein jetzt hier irgendwas hier drauf setze, kippt mir die noch die Steine nach unten. Und jetzt bei 794 habe ich jetzt so das Element quasi gebaut. So in der Mauer die kleine Mauerwerksöffnung und die kommt dann jetzt hier drauf. Ich bin jetzt bei Bauschritt 796 und da habe ich jetzt eben vertan, jetzt kommt das, die Platte jetzt hier rein, die hat da unten noch ein Teil dran gekriegt, wo ich quasi Turbock jetzt hier schließe jetzt oben und das Ganze dann quasi auch dann so versteife, dass es dann hoffentlich fest wird. So, und dann kommt hier noch so ein kleines Teil 2x2 mit einem Gelenk. Das Gegenstück sitzt hier schon drin. So, ich glaube, ich habe für mich jetzt eine Lösung gefunden. Ich habe jetzt auch mal Facebook geguckt und verschiedenen Seiten, die es ja immer so eigentlich gibt. Und da haben sich andere einen Schlauch besorgt oder auch die Sachen, die mit Sekundenkleber festgeklebt. Und da bin ich jetzt auf die Idee gekommen, weil die Plate Modified nicht auf den Schlauch schalten. Der Schlauch ist ein Ticken zu dünn. Bin ich jetzt hingegangen, habe feines Malerband genommen. Das nehme ich auch hier so, weil ich was male oder jetzt beim Modellbau. Der ist sehr dünn. Und habe das einmal auf den Schlauch geklebt. Das Überflüssige habe ich mit einem Skalpell, habe ich dann abgeschnitten und jetzt kippen die die Steine quasi nicht mehr weg. So sieht das so ungefähr aus. Ich habe jetzt hier einen Teil von den Steinen nochmal weggenommen. Was ich jetzt machen würde, ich weiß nicht, soll ich das zeigen? Ich versuche es mal so jetzt reinzukriegen. Eigentlich wollte ich das so nicht, aber das mache ich jetzt spontan, dass ich das irgendwie da reinkriege. Ich habe auch jetzt hier die Enden, habe ich das Klebeband weggemacht, wie ich das da in den Stein reinkriege. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, weil ich das schon gebaut habe. Aber ich glaube, mit Hilfe der Pinzette kriege ich das da rein. Ich muss noch ein bisschen Geduld haben.
Ist natürlich alles so ein bisschen schwierig. Schlauch irgendwie gebacken, der ist da hinten. Und dann einen Stein da rein. Na. Da ist drin. So, okay. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Auf jeden Fall, sie kippt mir jetzt nicht mehr runter. Ich richte mir die jetzt nochmal in Ruhe aus und drehe dann die Burg und zeige euch dann das Ergebnis. Ich glaube, das wird ganz gut, das funktioniert. Also das klappt ganz sehr gut mit dem Kreppband, mit dem Feinen. Ich wollte die Burg jetzt nicht drehen. Ich würde jetzt die Kamera wieder hier reinführen und würde das Ganze so und so mal abfilmen. Und dann könnt ihr den Bogen jetzt mal begutachten. Auf jeden Fall, die Steine kippen nicht mehr runter, sie verrutschen nicht mehr. Und ich kann gegebenenfalls später auch nochmal was hin und her richten, statt die jetzt irgendwie richtig mit Sekundenkleber oder sonst irgendwie was richtig festzukleben. Ich filme das jetzt mal ab, auch der Innenbereich, wie die Mauer jetzt mal aussieht. Es ist ja noch nicht alles so verbaut. Dann kann ich euch das mal zeigen. So, ups, da ist mal eine Klammer runtergefallen. Ja, so. Mal kurz gucken. Trägt man das Wichtigste zuerst. Ich hoffe, ich kriege jetzt dem Licht so drauf. So. So sieht der Bogen jetzt aus. Ich glaube, der ist ganz ordentlich. Jeder weiß ja eigentlich, wie schwer das ist, wenn man das baut, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe dann mit dem Band, deine Kleber, eine sehr gute Lösung. Vor allem schnelle. Wir haben nämlich heute so Sonntag. Und jetzt irgendwas besorgen. Ich will ja auch weiterbauen. So, genau. Also kann man den Innenbereich sehen. Ich glaube, wenn man später sich das von innen ansehen muss, das Haus wegnehmen. Ich habe das jetzt im Moment noch stehen. Ich habe auch jetzt eben den Wachturm kurz entfernt, damit ich dran arbeiten kann. So sieht es mal kurz aus. So ist das ja wunderbar. So, die ganzen Tüten 8, die neigen sich jetzt dem Ende. Ich habe jetzt 798, habe ich die ganze Lage jetzt drauf gemacht. Ich habe jetzt auch die letzten Steine auch zu Noppenstein zurechtgelegt. Und da ist mir aufgefallen, ja, eine so eine Blume, die hat die falsche Farbe. Aber ich habe von der vorherigen Ausgabe noch genug und brauchte eben diese Farbe, einen grünlichen Ton. Wie jetzt die Farbezeichen genau ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, die Farbe ist falsch. Tüten 8 sind alle verbaut. Das sind die restlichen Steine mit der falschen Blüte. Dann tue ich die jetzt mal zur Seite legen. Und jetzt, was ich eben ja schon abgefilmt habe, tue ich die Burg jetzt nochmal erstmal drehen. So sieht das jetzt mal aus. Und auf den Handtuch klappt das ja ganz gut. Muss nur noch aufpassen, wo man jetzt hinpackt. So sieht das jetzt aus. Ich glaube, das reicht erst, wenn ich sagen, der Bereich jetzt hier, der jetzt gerade gebaut wird. Und der ist ja sehr interessant. Das sieht super aus. Auch jetzt hier mit dem Turbo. Das glaube ich, habe ich jetzt ganz gut gelöst für mich. Und ja, okay. Dann habe ich jetzt auch, das jetzt zurück, genau, ich auch jetzt bauen kann. Den wird auch richtig schwer, mein lieber Scholli. Okay, ich habe jetzt die ganzen Tüten 9 alle ausgepackt. Es sind noch 9 Stück gewesen. Und habe auch angefangen schon was zu bauen. Das sind hier so die Querstangen mit den 1x1 Steinen und 2 Stück. Es ist ja gleiches System quasi wie jetzt von dem Bergfried. So, jetzt habe ich wieder. Und das kommt jetzt hier vorne drauf auf der Burg. Ich hoffe, das sind nicht so viele. Nämlich die Bauart mag ich nämlich gar nicht. Die liegt mir nicht. Aber das Ergebnis ist trotzdem klasse. Deswegen, so, okay. Ich bin bei Baustein 819. Ihr seht, sind wir noch ein paar Steine drauf gekommen. Das Geländer ist jetzt hier dran gekommen, es sind wieder quasi die Brecheisen genommen worden und dann verschiedene Stangen, die L4er und die L3er. Und das ist dann alles mit verbunden worden und so sieht das Geländer jetzt aus. Ich hoffe, man kann es jetzt auch bei dem Mischer so gut erkennen. Ja, es funktioniert noch. Okay, bei Bauschritt 821 bin ich jetzt quasi jetzt hier die Achse für die Zugbrücke am Bauen, wo später auch die Kette dran kommt. Dann kommen wieder so Ösen rein. Und dann hier so hier ein 2x1 Stein mit Loch.
Und wieder hier, ja, so ein Drehrad, Drehkreuz, jetzt habe ich den. Genau. So, jetzt mal gucken. So. Ja, und das kommt dann bei der 822 kommt das dann so drauf. Bin jetzt bei Bauschritt 828, habe mir so ein Element gebaut, das so ein kleines. Und das kommt jetzt folgendermaßen hier so drauf. Und an der Seite kommt dann hier die Steinchen dran. Sehr schön. Und das klappt, klemmt alles. Und man merkt hier bei dem ist auch die steile Qualität besser wie bei der wie beim Bergfried. Deswegen das System hält hier viel besser und lässt sich viel besser stecken. Ich habe jetzt hier die Zinnen soweit fertiggestellt. Das wächst hier auch, das Turbo, die Turbo wächst auch weiter in der Höhe. Also wunderbar hier die ganzen Steine aufgebaut. So sieht das aus. Das ist jetzt Bauschritt 836. Und ich habe die nächsten Steine schon 835. Und das hier ist jetzt 836 und baue dann quasi jetzt weiter auf. Hier ist auch jetzt nochmal so eine Stange drauf gekommen. Und hier oben die Fliesen. Genau, soweit das. Jetzt bin ich schon hier mit dem Zugtor quasi. Ja, bin ich dran. Da kommen die Fliesen dann da drauf. Das wird dann immer weiter. Sieht das im Moment aus. Das ist dann 842. So sieht das Zugtor jetzt aus. Und das soll jetzt eingehangen werden und dann hier an den Drehkreuzen quasi festgemacht werden. Ich muss schon gucken, ich muss das ist auch geregelt kreiert. Okay, aber drin haben wir schon. Na. Die kleinen dicken Fingerchen wieder. Dann sehe ich nichts. Ich mache jetzt mal eine Kette hier provisorisch fest, damit mir nicht runterfällt. Also, wechseln. Jetzt habe ich sie drauf. Einmal. Und dann. Auch drauf, so genau, die sind so ein bisschen nach außen gerichtet. Ja, okay, Zugtor ist so zu. Mal gucken, ja, Moment. Okay, aber wie kriege ich es jetzt zum Halten? Ja, tritt dann von alleine irgendwie. Er verkanzt sich wahrscheinlich irgendwie. Ja, okay. Muss schon gucken, vielleicht kommt gleich noch was, aber rauf, runter. Geht auf jeden Fall. Okay. Ich bin jetzt hier in dem Bereich hier weiter die Mauer anbauen und habe hier so einer runder Stein drunter und der Kahlstein hier der einer. Und das ist hier sehr stramm hier mit dem Gang. Ich drücke das quasi so ein bisschen hoch. Mal gucken, wie sich das jetzt hier weiterentwickelt. Wenn ich das aufbaue, vielleicht nehme ich von der einer da den dunkelgrauen wieder weg, damit das alles ein bisschen besser passt dann. Ich habe den Bereich jetzt hier weiter hochgebaut. Ich bin auch jetzt hingegangen, habe die 1x6er Fliesen, die zwei Stück, etwas höher gesetzt. Das ging. Aber ich muss gucken, ob ich gleich das Dach wieder draufsetze, damit das mit der Höhe noch passt. Sonst muss ich doch die einer Platte, die runde, muss ich dann rausnehmen. Das sind zwei Brick Modified 1x2. Die kommen da jetzt auch noch so drauf. Und dann sehe ich mal kurz, wie das dann das gleich so ist.
So sieht es jetzt aus. Ich habe so ein paar kleine Einersteine noch, die abgeschwächt hoffe, dass das Tagesauflauf. Ich habe den halben Noppen dann quasi, das geht ja draufgesetzt. Schließe jetzt bündig mit dem Keilstein hier ab und dann das passt wunderbar. Funktioniert alles. Kann alles so lassen, wie es ist. 860 habe ich die zwei Dachelemente hierfür gebaut, die hier drauf kommen. So. Dann habe ich schon mal da zwei Dachhälften, die da auch drum drauf kommen, gebaut. Das war dann bis Bauschritt. Moment, da setze ich zusammen. 867. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie kommen die jetzt zusammen. Genau. Na. So, jetzt hat es Klack gemacht. So sieht das Dach dann im Moment aus. Und jetzt kommen da so zwei Dreiecke rein, die ich auch vorgearbeitet habe. Unten so eine Metallplatte, die abgeschwächt ist. Und jeweils vier Dreiecksfliesen drauf gemacht. Und die kommen dann hier an der Seite drauf. Das war dann quasi zusammengebaut. Die Dreiecksfliesen drauf, 68. Dann habe ich zwei Fahnen schon mal vorbereitet, eine blaue, eine beige oder Cremefarben, also so ein Creme, Elfenbein, weiß ich. Ich kenne die Farbbezeichnung davon nicht, deswegen. So, und dann die blaue drauf, das weiß ich. So sieht das Dach dann jetzt aus. Das ist 869. Und theoretisch 870 wird das so draufgesetzt. Das sind lose drauf oder das sind fest irgendwie. Ah ja, ich habe jetzt die ganzen Kegelsteine, die Stangen sind alle drin, alles fest, alles wunderbar. Was jetzt noch kommt, ist mehrere Bauschritte oder sehr viele Bauschritte noch. Das ganze Grünzeug noch überall platzieren, das wird dann zum Schluss alles mal abfüllen und zeigen. Auch die zwei Bäume kommen hier drauf und ich würde das ganze Dach wieder alles herrichten jetzt. Aber jetzt die nächste Baustelle ist das ganze Grünzeug dran, da muss ich hier noch auslösen alles. Und das mache ich dann jetzt. Ja, ich habe es geschafft. Meine Burg Blaustein mit der Vorburgerweiterung ist fertig. Für mich ist das ein wunderbares Modell. Es sieht super aus. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut. Ich habe jetzt die ganzen Grünteile und die Bäume wieder alle ihren Platz. Es ist alles da, wo es hingehört. Auch die Elemente, die ich abgenommen habe, habe ich auch alle wieder angebracht. Es ist alles wunderbar. Da fange ich am besten mal so an. Die Steine sind ein paar übrig geblieben hier mit dem Grünzeug, was dabei war. Und mit den Blüten. War ist nicht so viel von der Sondertüte, die nicht nummeriert war. Mit den ganzen Sondersteinen sind auch zwei Steine übrig geblieben. So ein Kegelstein und so ein Umkehrstein. Was jetzt ein bisschen ist, die ganzen Steine, die ich am Anfang für die Bauvorbereitung, für die Vorburgerweiterung abgenommen habe, die habe ich noch alle hier liegen. Die habe ich alle sortiert, aber ich habe sie nicht gebraucht. Die waren quasi in der Lieferung komplett nochmal dabei. Mal sehen, was ich damit mache. Da wird schon bestimmt irgendwie noch eine Verwendung finden. Okay, die Vorburgerweiterung war in 889 Bauschritten unterteilt. Genau, und besteht jetzt komplette Burg Blaustein, besteht jetzt aus 12.060 Steinen, Noppensteinen. Ich habe die jetzt einfach so von den Herstellerangaben einfach zusammengerechnet und bin auf 12.060 Steine gekommen. So sieht es ja aus, ist ein wunderbares Modell. Was ich jetzt noch habe, was ihr jetzt ein bisschen sehen könnt hier mit dem Turbogen, habt ihr ja auch im Video mitgekriegt, dass ich da ein bisschen Probleme hatte. Sonst war der Bau einmal frei, hat alles funktioniert. Aber der Turbogen ist quasi mit einem Schlauch, wie ihr im Video gesehen habt, und da kommen Plate Modified rein. Und diese haben nicht gehalten, die sind immer nach unten gekippt und das sah nicht schön aus. Und deswegen habe ich den Schlauch ja mit Malerkrepp quasi umwickelt und so funktioniert das auch.
Im Nachhinein ist mir dann eingefallen, ich habe noch Schläuche gehabt von der Grundburg, also von der ersten ja, von der ersten Bauphase quasi. Da waren hier noch Schläuche übrig. Die waren teilweise hier von den Bäumen. Und hier ist auch länger dabei. Ich habe das ausprobiert. Daran klemmen die Blade Modified. Das funktioniert. Das würde ich vielleicht später nochmal ändern. Mal gucken, ich baue die nächsten zwei Erweiterungen ja auch noch. Vielleicht werden die da mal noch benötigt. Deswegen warte ich bis ganz zum Schluss und dann sehe ich mal, wahrscheinlich würde ich das nochmal ändern. Aber ihr habt ja gesehen, dass mit dem Crepper das funktioniert. Und den Schlauch, den sieht man ja eigentlich nicht. Deswegen ist das relativ egal. Genau. Ja, ich gehe jetzt mal folgendermaßen vor. Ich würde euch die Burg jetzt nochmal zeigen. Und zwar, ich würde sie jetzt einmal nochmal drehen, dass ihr die nochmal in voller Größe ja, sehen könnt. Und würde gleich nochmal die ganze Burg ja, quasi nochmal abfilmen. So, erst würde ich die nochmal so zeigen in voller Größe. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich die auch immer dann in voller Größe quasi jetzt so weit drauf habe. Könnte man die mal so betrachten. Ich muss immer gucken, wo ich ein bisschen anpacke. Mich, wenn da von dem ganzen grünen Teile nichts abreiße. Und vor allem, ich habe jetzt schon Probleme mit dem Aufnehmen, auch mit dem Tisch. Die Platte, die ich gerade gemacht habe, ist 80 mal 80 cm. Und die wird langsam schon jetzt eng. Und mit den nächsten zwei Erweiterungen wird die Burg ja noch größer. Dann muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Also so sieht die jetzt erstmal so aus, in den kompletten Zustand. Und ich würde jetzt hingehen, die nochmal ja, komplett abfilmen. Aber vorher würde ich das würde ich mit dem Abfilmerei, was ich jetzt als nächstes zeigen will, würde ich das mit dem Abstand integrieren. Auch zum Schluss noch ein paar Fotos von der Burg ja, zeigen. Dann könnt ihr das euch in Ruhe angucken. Deswegen würde ich jetzt meine offizielle Verabschiedung machen. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns dann quasi mit der nächsten Erweiterung. Und das wird die Saalbauerweiterung sein. Bitte vergesst einen Daumen hoch nicht. Wer das noch nicht gemacht hat, bitte gerne abonnieren. Genau, soweit. Dann würde ich mal sagen, bitte bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Video von der Burg Blaustein. So, mit dem Abfilmen fange ich jetzt quasi an der Seite an, da auch wo jetzt quasi die Zugbrücke ist. So sieht das dann jetzt aus, der Bereich. Auch jetzt hier das ganze grüne Elemente, wo die neue Platte quasi drauf gekommen ist. So, ich würde auch jetzt mich bei dem Video, bei dem Zeigen jetzt auch hauptsächlich konzentrieren, alles was neu ist von der Vorburg. Deswegen den Bergfried würde ich jetzt eigentlich nicht mehr aufmachen. Und den möchte ich dann quasi nur von außen mit abfilmen. So sieht das dann aus. Hier ist dann der Bereich, wo ja die Bäume jetzt ihren Platz gefunden haben. Aber das ist auch nur vorübergehend, bis ich anfange mit der Saalbauerweiterung. So, mal ein bisschen alles wieder weiterdrehen. So. Und jetzt kann man das die Grundburg sehen. Mit dem Bergfried. Die ganze Mauer, die jetzt neu gekommen ist, so sieht das aus. Auch quasi ist ja auch hier, wo die Bäume stehen, die neue Grundplatte quasi. Hier zu der Bergfried-Erweiterung quasi dazugehört. Der Bergfried-Erweiterung, also Vorburg-Erweiterung. Mann, das sehe ich schon Mist. So sieht das jetzt aus. Das ist dann hier. Das hat neue Haupttor mit dem Gitter da drin. So sieht das jetzt genau aus mit meinen Steinen. Ich mein, man kann es jetzt so lassen. Und jetzt werde ich noch mal reinfilmen, jetzt hier quasi auf den ersten Innenhof, sagen wir mal so. Quasi die Vorburg-Erweiterung. Jetzt filme ich noch mal rein, jetzt in der, von der, sagen wir, von der Grundburg, der Vorhof mit dem Bergfried. Aber ich würde jetzt das gleiche das ganze Haus nochmal wegnehmen. Und dann kann man besser nochmal ja, in den Vorhof oder in den Hof kann man dann reinfilmen. Nochmal so. Mal gucken, ob ich jetzt irgendwie noch gedreht kriege, so gepackt. Und Mist.
Da hat noch Parkinson. Hat jetzt ein bisschen gewackelt, tut mir leid. Aber so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt komme ich quasi wieder in den Bereich der Zugbrücke. So, genau, so sieht das aus. Und jetzt fange ich an, die Wohnbereich über die Schmiede. Mache ich das nochmal auf. Nehme ich das da ab. Dann können wir nochmal in den Wohnbereich reinfilmen. Dann nehme ich das auch nochmal ab. Und darunter sieht man dann quasi die eigentliche Schmiede. Oh, das liegt gerade unten. So, ich habe jetzt so direkt von oben oder so. Ja, ich muss immer drehen mit dem Licht. Also, so kann man es gut. Ja, so einigermaßen funktioniert es. Ja, ist bei mir nicht optimal. So, sieht das dann aus. So, da fange ich jetzt aus, die Grundburg nochmal abzunehmen. Ups, da ist keine Fliese. Das ist natürlich ein Problem. Wenn ich das mit einer Hand ablöse, muss ich nichts kaputt machen. Aber es geht, wenn man es in Ruhe macht. Funktioniert, ist jetzt der Schlafbereich. Hier kann man auch so durchgucken. Der Übergang zum Bergfried. Naja, da muss ich später mal, wenn das alles komplett fertig ist, würde ich da wahrscheinlich schon eine überbliebene Fliese draufsetzen. Da ist irgendwas. Aber es ist so vorgesehen. Das ist so bei dem Bau so entstanden. Da kann man das eigentliche Loch nochmal sehen. Da würde ich dann hier ein paar Fliesen drauf tun. Eine, mit das Loch da irgendwie zu ist. So, das ist der Wohnbereich nochmal. Das will ich jetzt auch wegnehmen. Guck mal, ich in einer Hand so geregelt kriege. So, und jetzt kann man dann nochmal den Innenhof quasi, ja, von der Grundburg quasi sehen. Mit dem Licht funktioniert jetzt ganz gut. Hier kann man dann die Kette quasi sehen, das Mechanismus für die Zugbrücke. Der funktioniert auch. Ich nehme das Dach jetzt auch mal hier ab. Und da kann man sich schon mal angucken und das geht eigentlich auch. Bleibt auch, ist leicht schwergängig, das verklemmt sich quasi selber und das fällt das eigentlich schon nicht mehr runter, wenn man ein bisschen andüpst, aber es geht. Man kann das Tor eigentlich schon auch so aufstehen lassen. Das ist bei mir, so funktioniert es auf jeden Fall bei mir. So. Jetzt drehe ich das nochmal rum. Jetzt einfach vorne. Wie ihr seht, so das Tor. Das Gitter quasi ist quasi, ja, oben. So sieht es dann aus. Ja. So, dann habe ich, glaube ich, jetzt alles gezeigt. Was er zeigen kann. Ich habe dann nur mal kurz reinfilmen, wenn das geht. Ja, in den Wachturm. Ja, man kann es einigermaßen erkennen. So, genau. So. Ich glaube, jetzt habe ich auch dann langsam genug gezeigt. Und jetzt im Abspann werde ich ja noch ein paar Bilder von der fertigen Burg, bitte, ja, Vorburgerweiterung zeigen. Okay, dann bis zum nächsten Video von der Burg Blaustein. Macht's gut.